Ja, grüß Gott. Ich muss sagen, ich habe so ein kleines Kindheitstrauma. Mein Mathelehrer hat zu mir gesagt, Wanninger, aus dir wird nie was. Das war in der 8. Klasse, da war ich 14. 10 Jahre später war ich selber Gymnasiallehrerin mit 29. Und danke, danke. Und ich denke mir, diese Mathe-Schwäche hat es wahrscheinlich verhindert, dass ich ein Gescheithaferl geworden bin. Und zwar trotz Lehramtsstudium. Und ich weiß ja jetzt nicht, wie es Ihnen geht, aber ich finde ja, dass es immer mehr Gescheithaferl gibt. Also vor kurzem zum Beispiel war ich mit einer Freundin in München in der U-Bahn. Ja, sie hat sich über irgendwas wahnsinnig aufgeregt und ich habe aus Spaß zu ihr gesagt, ja, mei, Sellerie, wie der Niederbayer sagt. Dann geht ernsthaft ein Typ zu uns her und sagt, entschuldigen Sie, das heißt C'est la vie und es ist Französisch. Unfassbar, oder? Ich meine, mache ich das, dass ich zu wildfremden Menschen hier gehe und sage, c'est la vie und es ist Französisch. Ich meine, manche Menschen, ganz ehrlich, die sind so dermaßen humorlos, der glaubt wahrscheinlich auch, Gaudi ist ein Architekt. Und ich frage mich dann ehrlich gesagt immer, was ist das für ein Mensch, oder? Was ist das für ein Typ? Wie lebt der? Was macht der? Und ich glaube ja, der lebt wahrscheinlich in so einem Designwürfelhaus. Ja? Wissen Sie, was ich meine? Das Wohnzimmer hat 100 Quadratmeter. Gell? Ich frage mich immer, was ist das? Ist das so eine späte Kompensierung vom engen Leben im Mutterleib? Gell? Und der Esstisch ist so lang, da ist einer in einer anderen Postleitzahl. Du. Und es gibt in jedem Raum gibt's eine Obstschüssel. Die ist aber, glaube ich, gar nicht dafür da, dass man tatsächlich ein Obst isst, sondern eher, falls einmal der Van Gogh vorbeikommt. Und dieser minimalistische Anspruch, der ist ja dermaßen hoch. Die haben auch nicht einfach ein Handy-Ladekabel umeinander liegen oder sowas. Nein, die müssen das Handy bloß an die Wand halten, wird schon aufgeladen. Und das geht mit allem. Meine Freundin Conny sagt zum Beispiel, sie braucht bloß 2 Minuten mit der Kaffeetasse an der Wand stehen, ist ein Gin Tonic. Und bei diesen Häusern, das muss ich jetzt tatsächlich auch zugeben, da gibt's was, das macht mich fast aggressiv. Und zwar, da ist alles so minimalistisch und ich gehe in so ein Haus rein und denk mal als erstes, wo haben die Leute ihr Klump? Wir haben doch alle so viel Klump daheim. Ja? Ich meine, Sie haben doch auch so viel Klump. Ja, ich sehe es ja doch auch. Wir haben doch alle so viel Klump. Ja, und wo haben denn die das alles? Wo haben denn die ihre Steuerordner oder einen Ringschirm oder ein Federbett? Wo haben die das ganze Klump? Und ich habe jetzt die Conny gefragt und die hat dann darauf geantwortet, wir haben das alles in der Cloud. Aber das Innenleben von den Häusern interessiert mich gar nicht so richtig. Ehrlich gesagt, viel, viel schlimmer finde ich die Gärten. Die haben doch immer diese Steingarten und Gabionen. Und wer jetzt nicht weiß, was eine Gabione ist. Eine Gabione ist eine Gartenbegrenzung in Mauerform aus einem Drahtgestell angefüllt mit Steinen. Mein Gott, wie ich das erste Mal gehört habe, Gabione. Habe ich gedacht, oh Gott, das ist ein Süßgebäck aus Italien. Entschuldigen Sie, einen Cappuccino und Sandigabionen von Haidt? Was für eine riesige Enttäuschung, wie ich dann kapiert habe, was tatsächlich Gabionen sind. Aber ich weiß schon, es ist klar, es ist ein sensibles Thema, das ist mir schon klar. Also falls jemand von Ihnen eine Gabione daheim hat oder gerade auf seine erste Gabione spart, das wären jetzt harte 2 Minuten. Ja, weil ich konnte es ehrlich gesagt nicht verstehen. Ich darf es aber so gern verstehen. Ja, aber ich denke mir dann immer, mein Gott, vielleicht beruhigt es Menschen, wenn sie auf eingesperrte Steine schauen. Ja, so ein bisschen wie der Gefangene, der in seiner Zelle trotzdem einen Vogelkäfig haben darf. Ja. Oder vielleicht ist es einfach eine wichtige Konstante im Leben, ja, die einem Sicherheit gibt. Gell? So wie in der Drei-Wetter-Taft-Werbung: trockenes und dürres Wetter, die Gabione hält. Regen und Hochwasser, die Gabione hält. Die Zeugen Jehovas stehen vor der Tür, die Gabione hält. Und ich denke mir heute mal bitte recht schön, ja, wenn ich mir extra die Mühe mache, ein Fundament zu gießen, dann möchte man doch meinen, man baut sich was Gescheites. Ein Haus, ein Schwimmbad, ein Sadomaso-Keller. Aber jedes jungen Pärchens Krone ist die Eigenheim-Gabione. Und das Problem,
bei den Gabionen ist ja, sie halten ewig. Du, in 3000 Jahren kommen die, kram auch so eine depperte Gabione nach der nächsten aus und meinen, da ist ein tieferer Sinn dahinter. Die messen an der Ausrichtung der Gabione den Sonnenstand bei der Wintersonnenwende. Weil das weiß niemand von uns, ob die in Stonehenge damals nicht auch einfach nur Ruhe vom Nachbarn haben wollten. Danke.